Ja, hallo. Ich wollte schon seit einiger Zeit ein Video machen über einen HDMI-to-USB-Converter. Und das Gerät, das wahrscheinlich viele von euch kennen, ist der AJ-UTAP. Und wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, gibt es von chinesischen Anbietern mittlerweile Konkurrenzprodukte, die, sagen wir mal, ein Sechstel kosten von dem AJ. Die kommen also auf 60, 70 Euro. Und wenn man mal von dem Unmut mit der langen Lieferzeit absieht, sieht das Ganze ja erstmal aus wie ein cooles Schnäppchen. Und das war auch mein Gedanke, weil ich dachte, dass es kein Fehler wäre, wenn man eins, also mehr als ein solches Interface hätte. Da kann man ganz nette Spielereien machen, speziell mit OBS weiter experimentieren, mit Multicam-Views und Setups und naja, und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich gestern ein Video hochgeladen über den Gas Level. Das ist ein Gerät, das angeblich den Füllstand einer Propanglasflasche bestimmen kann. Es funktioniert, wie zu befürchten war, leider nicht. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich habe, nachdem wir das Video vor der Tür an der Gasflasche gedreht haben, noch eine kleine Einleitung aufgenommen im Wohnzimmer. Und ich sollte hier nicht am Rechner wackeln. Und bei dieser Einleitung habe ich denselben Rechner benutzt wie jetzt. Das ist ein Lenovo ThinkPad P70, der mit der ganz großen Grafik, ich glaube, das ist ein 4K-fähiges Display und einer sehr leistungsfähigen Grafikkarte eingebaut. Und auf jeden Fall habe ich an diesen Rechner eine Canon Legria HF R806 angeschlossen. Die wiederum war mit ihrem HDMI-Kabel verbunden mit diesem China-Konverter von HDMI auf USB 3.0. Und der USB-Konverter war mit seinem Original USB 3.0 Anschlusskabel einmal hier angeschlossen, damit habe ich die erste Aufnahme gemacht. Und zum Verifizieren dann auf der anderen Seite, am anderen USB-Anschluss, nochmal. So, das Ergebnis könnt ihr euch angucken. Ich bin da noch nicht so besonders bewandert drin, aber ich werde mal versuchen, einen Link auf dieses Gas-Level-Video hier einzubauen an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Und ja, ich habe dann das Video fertig gerendert, habe das also entsprechend aufbereitet und dann habe ich, als das Video fertig war, die Aussetzer gehört. Und zwar so ganz heimtückische Mikro-Aussetzer beim Ton, also Aussetzer von der Länge, sagen wir mal, von einer Zehntelsekunde, vielleicht ein bisschen mehr, auf jeden Fall so, dass zum Beispiel an einer Stelle sage ich ein hohes Gefäß, ein hohes Glasgefäß und von hoch oder von dem Wort hohes hört man da nur noch hohes. Also das H war weg. Oder an anderer Stelle. Bei Flasche war das E am Ende fast weg, sodass es sich also mehr angehört hat, als hätte ich Flasch gesagt, als Flasche. Und anstelle von Flasche, Entschuldigung. Und das fand ich ziemlich hinterhältig, weil ich hatte mir ja die ganze Arbeit gemacht und man denkt dann, ja gut, der Rechner hat vielleicht mal geruckelt oder so.
Aber was sich halt leider herausgestellt hat, ich habe dann später mit demselben Setup Testvideos gemacht, die ich erst gar nicht bearbeitet habe. Die habe ich also direkt auf der Festplatte gespeichert und dann abgespielt. Und bei allen diesen Testvideos kamen diese Mikroaussetzer. Dazu kam ab und zu so ein, ich glaube, man nennt es Shattering, also so ein, wie so ein komisches Echo im Hintergrund, so ganz merkwürdig, als wenn man das Mikro über Eisenbahnschwellen gezogen hätte. So sehr merkwürdiger Effekt. Und dazu kommt, dass die Aussetzer beginnen mit einem Knackser. Das ist so wie so ein leises. So ungefähr. Ja, also dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du an der linken Seite angeschlossen, probierst es mal rechts. War es rechts dieselbe Geschichte. Dann habe ich gedacht, okay, kann sein, dass die Legria sich nicht so gut mit diesem Konverter versteht und habe eine Sony RX0 angeschlossen. Selbes Ergebnis. Also an der Kamera liegt es definitiv nicht. Und wenn ich die Kamera selber aufnehmen lasse, habe ich das Problem natürlich auch nicht. Also das, genau, was ich dann auch noch probiert habe, war, um auch wirklich jeden Fehler auszuschließen, ich habe die beiden Kameras auch aufnehmen lassen und habe den Ton über die Laptop-Mikros reingeholt. Und wenn man die Laptop-Mikros benutzt, hat man überhaupt kein Problem. Alles bestens. Keine Aussetzer, keine Knackser, kein Shattering. Und in dem Moment, wo die Kamera, die also vom Computer aus gesehen hinter dem Konverter hängt, das Tonsignal zum Rechner bringen muss, über den Konverter, in dem Moment kommen die Aussetzer ins Spiel. Und das ist ein No-Go. So, also das ist das Gerät. Sieht ja eigentlich sehr schnucklig aus. Ist super verarbeitet. Ich mag das ausgesprochen gern. Gefällt mir einfach super gut, der Kasten. Ist viel kleiner als das UTAP. Und ich glaube, sagen zu können, dass dieser Kasten an der Bildübertragung, in puncto also Bildübertragung, einwandfrei funktioniert. Ich habe da zumindest nichts feststellen können, was gegen den Einsatz von dem Konverter sprechen würde. Aber in dem Moment, wo die Kamera den Ton aufnehmen soll und den Ton über diesen Kasten übertragen muss, in dem Moment kriegt er ein Problem. Es kann jetzt sein, dass es da wieder Inkompatibilitäten gibt am Bus. Dieses Gerät hier ist ausdrücklich nur für USB 3.0 gedacht. Das habe ich aber hier natürlich, das ist nicht das Problem. Aber gut, es gibt so Geschichten, wo Geräte einfach nicht miteinander funktionieren. Aber ich kann zumindest sagen, an dem Konverter funktioniert die Legria nicht und funktioniert die Sony RX0 nicht. Und das macht sehr unwahrscheinlich, dass andere Kameras kein Problem hätten beim Einsatz an diesem Konverter. Für mich ist es unter Umständen nicht so tragisch, weil ich sowieso lieber mit unabhängigen Mikrofonen und Mischpulten arbeite. Deswegen kann ich das Gerät wahrscheinlich ohne Nachteile einfach als sozusagen als Bildübertrager benutzen. Aber in dem Moment, wo Ton ins Spiel kommt, wie gesagt, No-Go, werde ich nicht mehr machen. Also man sollte sich überlegen, was man tut. Ich
sag mir mit aller Vorsicht, dass man YouTube-Videos, private Videos auf jeden Fall gut mit diesem Konverter machen kann, solange man die Tonquelle nicht über diesen Konverter führt. Okay, das wollte ich nur sagen. Und wie gesagt, wenn ihr genau wissen wollt, wie sich dieser blöde Effekt äußert, guckt euch das Video an über den Gas Level, das ich gemacht habe. Und das einleitende Video, das ist mit einer Canon Legria über diesen Konverter gemacht worden. Und der zweite Teil, wo man dann das Gas-Level-Messgerät an der Gasflasche sieht, das ist direkt eine Direktaufnahme auf die Speicherkarte der Canon Legria. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch die Informationen ein bisschen was bringen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.